Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Version 2 und auch Version 2.0. Ja, wir fahren jetzt zum Händler und holen uns jetzt ein Autoload-Anhänger ab für Holz. Muss ich kurz gucken, wo der ist. Den bräuchten wir auch. Wir haben ja noch mehrere Sorten. Wir haben einmal für 12 Meter, für 15 Meter, für 20 Meter. Wir machen jetzt 12 Meter lange Stämme. Wenn wir jetzt auch 20 Meter nehmen, wird es ganz schön eng auf der Straße. Beziehungsweise wir kriegen Probleme. Ja, auch im Wald und so, ne? Aber wiederum können wir hier 10 Meter lange Enden mitkriegen und wir würden mit einer Fahrt viel verkaufen können. Ich denke mal, wir probieren mal aus, ne? Ne, so. Die Dinger kann man ja verschieben, was ich weiß. Wir probieren das mal. So. Dann fahren wir da mal hin. Natürlich, wenn wir das stehen lassen, ne? Da müssen wir mal gucken hier. Umstellen. Soll nur der LKW mitgenommen werden. So. So, Mikrofon. Tut ich auch nicht ein bisschen zu sehen sein, ne? Wir fahren jetzt Richtung zum Händler, holen uns den Autohänger und dann verkaufen wir gleich mal eine Fuhre Holz. Aber zuerst wollen wir den Anhänger mit Silage gleich mal Richtung BGH fahren. Sehe ich gerade so. Und dann werden wir den mal gleich mal da abkippen und dann gleich wieder unterstellen. Das kann er in aller Ruhe nebenbei machen, ne? Dazu müssen wir ja nicht dabei sein, wenn er sich voll geladen wird, ne? Unser Platzmeister hier mit dem Förderband. Also hat sich keiner gemeldet bis jetzt bei der Frage letztes Mal, letzten Folge, letzten Freitag wegen Einstellung leicht oder normal. Ich mache das heute normal. Umfrage ist ja da nicht, aber so eine kleine Frage. Was ist euch lieber? Was würdet ihr vorschlagen? Auf leicht oder auf normal? Darum geht es, dass die Preise sich bei leicht erhöhen und bei normal so bleiben wie jetzt ist. Also, das ist damit gemeint. Das ist nichts Dramatisches. Bei leicht würde ich nur fast das Doppelte verdienen, ne? Also fast. Aber dummerweise, ich bin seit längerer Zeit schon auf normal. Ich habe mich eigentlich gewundert, wieso ich so niedrigen Preise habe gegenüber anderen Let's Playern. Aber ich sag mal so, ich habe mir darauf eingestellt. Ist nicht so tragisch. Müssen sich daran. Da will er abkippen. Ja. So, da kippen wir gleich kurz ab. Dann fahren wir mal Richtung ja, Förderband und lassen wir voll machen, ne? Dann haben wir heute ein bisschen Verdienst, ne, mit Silage und ein bisschen mit Holz näher. Also heute rede ich jetzt von Ingame. Also wir haben jetzt 13.04 Uhr oder gleich 5. Jetzt im Hellen auf 5 weiterspielen, auf Stufe 5, Geschwindigkeit 5. Und heute Nacht werden wir auf 30 oder auf 60 hochstellen, je nachdem wie wir Lust haben, ne? Entschuldigung.
staune immer selber, wie das Förderband mitbekommt, dass das Hänger voll ist, ne? Aber das ist schön, da muss ja ein Lasersensor sein, so ähnlich. Oder eine Kamera. Oder ein Geist, der sagt, du, ich bin voll. Weil im reellen Leben wäre es ja so, das Förderband wird ja irgendwann mal überquellen, ne? Also das Förderband nicht, aber das Anhänger. Bis es nicht mehr geht. So, hoffe der Ton passt. Es wird albern leise hier. Aber es ist, glaube ich, die Musik ist auch unterschiedlich laut, also kann man dazu sagen. Kann einmal ganz gut sein, einmal wieder schlecht, ne? Mal sehen, wie der LKW sich macht mit dem Anhänger mit Holz. Jetzt, bis jetzt ist er ganz stabil, ne? Also kippelt nicht und dergleichen, aber mit Last mag es anders sein, ne? Die meisten haben ja mit wenig Gewicht dran, machten keine Probleme und mit Gewicht halt viel, ne? So, da sind wir. Ja, jetzt muss ich über lauter. Aber das passt schon irgendwie. Schon ein langes Teil. Aber wird schon wie gehen, ne? Wir sind entsprechend Größe ausholen. Die Thüringenkarte leider etwas für, naja, nicht so geeignet, sagen wir so. Aber gut, das kann ja keiner wissen, dass ich große Maschinen haben möchte, ne? Aber gut, hier ist ja alles so konstruiert, dass man mehr oder weniger die Schilder durchfahren kann. Ist schon okay. Man muss es halt einplanen, ne? Wenn man jetzt hier mit großen Geräten arbeiten will, dann muss man schon gucken, wo man denn fahren kann und wo nicht, ne? Oder nur kleine nehmen, ne? Das kleine bei den großen Feldern, naja. Ist schon was da, ne? Ja, dann brauchen wir noch im Frühjahr, spätestens im Sommer, 2 Mähdrescher mindestens. Mindestens 2. Wenn nicht gar 3. Ja, mal sehen, ne? Hinkriegen, ne? Irgendwie. Anhänger zum Abfahren hatten wir ja schon einen kleinen, ne? Überladewagen. Ja, mal sehen, wie wir es hinkriegen. Mähtechnik brauchen wir auch noch. Ja, das ist. Irgendwas brauchen wir zuerst. Aber die Wiesen sind ja eigentlich normalerweise erst im Sommer reif. Reif in Anführungszeichen, dann sind so die höchste Wachstumsstufe. Aber wir werden sobald mähen, dass es reif ist. Ne? Also wir werden nicht warten, bis es orange ist, sondern wir werden gleich mähen, wenn es gelb ist.
das ist in der Regel im Frühjahr schon der Fall. Je nach Witterung. So, langsam ein paar Bäumchen holen, ne? So, dann schauen wir mal, wie wir es hinbekommen mit Outload, ne? Noch können wir um Acker hier fahren, das ist ja kein Problem. So. Und zwar... Y. Zweimal 10 Meter. So, rechts. Wieder zurechtfinden und best funktioniert. So. Left ist, glaube ich, links. Rechts. Roll auf, du. Das meine ich mit verteilen. So. Vielleicht meint er auch anders, ne? Das wird auch nicht funktionieren. Er geht allein auf Stopp. So. B. Ah, jetzt geht's. Junge mit B. Y abladen, glaube ich, gedacht. Ja. Blöde Englische, ne? Das ist, wie gesagt, nicht hilfreich, wenn es nicht funktioniert, wenn man es nicht kann, ne? Ansonsten wäre das kein Problem. Aber bei den meisten Sachen finde ich mir ja zurecht. Auch wenn es schwierig ist, manchmal. Aber. Und da kriegen wir Schwierigkeiten. Mit dem Baumstumpf, da kommen wir nicht rum. Wir werden mal losfahren und verkaufen, ne? Den nächsten Baumstamm aus 10 Meter Länge sägen, ne? So. Mal sehen, wie er sich hat. Ein Kippel, meine ich jetzt. V.
fahren wir mal jetzt zum Sägewerk. Ich muss hier ein bisschen langsamer fahren. Das Glück nicht herausfordern hier, fordern hier. Whoops. Ja, seit länger schon ein Problem, ne? Aber wenn wir Glück haben, wir machen auch 10 Meter. Dann kommen wir klar. Das ist schwierig. Aber irgendwie. Muss das sein, ne? Ah, es geht so. So, L. Nee, das ist verkehrt. Und die andere Seite. Wollen wir nicht erschlagen werden hier? So, verkauft, teilweise. Gut, gut wär's, die anderen noch liegen. Nächstes Mal nehmen wir mit auf. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und bin gewinke. Ciao, ciao. Tja, wir sehen uns wieder, vielleicht, ne, wenn ihr wollt, zur nächsten Folge. Tschüss.